Im Jahr 1981 erschien in den Vereinigten Staaten ein neuer Actionfilm mit dem Namen The Cannonball Run. In dem Film ging es um ein illegales Autorennen, welches quer durch das ganze Land verläuft. Einer der Hauptdarsteller fährt im Film während des Rennens einen Lamborghini Countach. Als Ken Imhoff diesen Film und das besagte Auto das erste Mal sah, wurde er sofort inspiriert. Kens Vorliebe für Autos begann schon im frühen Kindesalter, wie dieses Foto zeigt. Es wurde 1958 gemacht und zeigt den kleinen Ken am Steuer eines selbstgebauten Autos seines Vaters. Dieses Interesse würde sich noch durch sein ganzes Leben ziehen. Daher war es keine Überraschung, dass er besonders von Sportwagen wie Ferrari, McLaren und auch Lamborghini fasziniert war. Aber besonders hatte es ihm der Lamborghini aus der berühmten Actionkomödie angetan. Nicht irgendein Modell, sondern die exakt gleiche Version aus dem Film. Jahre nachdem er den Countach das erste Mal in Action sah, beschloss er, endlich dieses Auto besitzen zu wollen. Andere, vielleicht etwas wohlhabendere Menschen hätten sich jetzt einfach einen ähnlichen Lamborghini gekauft, aber nicht Ken. Er baute ihn aus dem Nichts einfach selbst. Das klingt erstmal unmöglich, aber Ken war fest davon überzeugt, dass er sich so seinen Traum erfüllen kann. Für sein Megaprojekt richtete er sich den Keller seines Hauses in Wisconsin her. Dort wohnte er mit seiner Frau Eileen und seinen zwei Töchtern, die ihn alle bei seiner Idee unterstützen. Glücklicherweise hatte Ken in seinem Leben bereits viel mit Metall und Autos gearbeitet, was sich jetzt natürlich als nützlich erwies. Zudem war er einfach wahnsinnig entschlossen und motiviert, sein Projekt abzuschließen, also die besten Voraussetzungen. Er begann sein Projekt 1990 mit einem simplen Holzrahmen. Die Maße rechnete er von einem Modell im Maßstab 1:16 um. Der Rahmen sollte ihm helfen, die Formen und Größen der einzelnen Karosserieteile besser abschätzen zu können. Diese Teile formte er alle mit einer eigens angepassten Maschine aus Aluminium. Bis der gesamte Rahmen mit Aluminium bedeckt war, verging ein ganzes Jahr. Dabei ließ er besonders komplizierte Teile wie die Türen erst einmal aus. Als nächstes schweißte er ein Fahrgestell, welches das gesamte Fahrzeug stabilisiert, aus verschiedenen Metallstangen und Rohren. Danach war der obere Rahmen dran. Diese Aufgabe erwies sich als deutlich schwieriger als gedacht, da die zwei Rahmen genau aufeinander passen mussten und die Maße unglaublich genau sein sollten. Nun war der erste Teil des Projekts geschafft. Die Basis der Karosserie war fertig. Jetzt kamen etwas kompliziertere Aufgaben auf Ken zu. Bevor er das Auto lackieren konnte, mussten noch einige Vorarbeiten gemacht werden. Er benutzte 5 verschiedene Primer auf seiner selbstgebauten Karosserie, bevor er mit dem Lackieren beginnen konnte. Danach machte er einige Arbeiten im Inneren, wie die Bremsleitungen, Pedale und den Tank. Als nächstes besorgte sich Ken die Baupläne der Räder und baute diese zusammen mit seinem Freund, der etwas mehr Erfahrung auf diesem Gebiet hatte. Alleine für ein Rad brauchten sie über 10 Stunden. Im anstehenden Winter verbrachte Ken fast seine gesamte Freizeit im Keller und behob einige Fehler wie ein Leck im Tank. Im Jahr 2008 war es denn endlich soweit. Ken hatte sein riesiges Projekt fertiggestellt. Er hatte einen Lamborghini Countach aus dem Nichts gebaut. Es gab aber noch ein großes Problem, das Auto steckte im Keller fest. Natürlich gab es einen Weg aus dem Keller raus, aber da würde das Auto niemals durchpassen. Daher ergriff Ken drastische Maßnahmen, denn sonst würde sein geliebtes Bauprojekt für immer in seinem Keller bleiben müssen. Er besorgte sich also einen Bagger und begann, die Erde vor seiner Kellerwand auszugraben. Es dauerte fast 2 Stunden, bis das Loch groß genug war. Dann wurde die Wand eingerissen und der Lamborghini sehr vorsichtig aus dem Keller gezogen. Ken war unglaublich erleichtert, als das Auto endlich aus dem Keller befreit und er das erste Mal damit fahren konnte. Nach ein paar Jahren war er aber nur knapp 200 Kilometer gefahren. Er stellte fest, dass das Auto zu besitzen nur halb so viel Spaß machte, wie es zu bauen. Also entschied er sich, sein Meisterwerk auf eBay an jemanden zu verkaufen, der damit mehr Freude hätte. Er setzte das Startgebot auf $75.000 fest. Erst im Jahr 2016 fand er einen passenden Käufer, aber da Ken bereits an dem nächsten Auto arbeitete, einem 1953 Studebaker Starlight Coupé, fiel ihm der Abschied deutlich leichter. Das war's auch schon. Was haltet ihr von dem Auto? Gefällt es euch? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mehr solcher Videos wollt, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen
Und außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.